Das ist das neue Motorrad in GT Online. Moin Leute, euer Mom hat wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug in GT Online. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und für die, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, denn ich bin irgendwie kränker geworden. Keine Ahnung warum. Aber egal, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Dieses Motorrad nennt sich Western Power Surge und findet ihr auf Legendary Motorsport, aber auch für einen legendären Preis von 1.605.000 GTA-Dollars. Und das Besondere an diesem Motorrad ist, es ist ein Elektromotorrad. Und auch, soweit ich weiß, das einzige Elektromotorrad in GT Online. Also ich würde sagen, wir kaufen uns das Ding einfach mal und schauen, was dahinter steckt. So, wir sind jetzt hier im LS Custis und schauen mal uns die Tuning-Teile an. Naja, generell kann man hier zum Motorrad sagen, klar, es ist ein Elektromotorrad und auch nur ein Einsitzer-Motorrad. Und weil es Elektro ist, gibt es natürlich auch keine Tuning-Teile in Richtung Auspuff, Motor, sonst irgendwas. Das gibt es einfach nicht. Aber davon abgesehen kann man hier trotzdem relativ viel tunen. Denn in Sachen Verkleidung, wie generell die Verkleidung, die Schutzbleche, vorne die Verkleidung am Licht, alles kann man hier ändern. Und zwar so, wie man es halt gerne haben möchte. Und was ich persönlich hier sehr positiv finde, man kann alle Tuning-Teile auch als lackierte Tuning-Teile auswählen, außer den Spiegel. Aber egal, es ist trotzdem ein mega Pluspunkt. Und das Lustige hier dran ist auch, man kann natürlich auch hier den Sitz ändern und der Sitz kann auch lackiert sein. Wie cool ist das denn? Und by the way, manche Sitzformen, sage ich jetzt einfach mal, haben auch hinten, ich sag mal, so ein Licht dran. Und dieses Licht funktioniert tatsächlich auch. Also daran hat Rockstar Games tatsächlich mal gedacht. Also hier auch ein Pluspunkt fürs Motorrad. Aber gut, tuning-technisch war es halt trotzdem eigentlich alles, was es so gibt. Aber die Frage auf Fragen, habe ich das Motorrad gemoddet? Und ja, natürlich habe ich das Motorrad gemoddet. Hier seht ihr es mit der freshen Farbe. Und ja, Leute, dieses Motorrad könnt ihr auch bei meinem Gift Cast to Friends Stream kostenlos von mir bekommen. Aber hier noch ein kleiner Fun Fact am Ende des Videos. Wenn ihr mit diesem Motorrad draußen ganz schnell fährt, Highspeed und ein Wheelie zieht, dann backt sich das hintere Rad einfach extrem und dadurch wird das Motorrad tatsächlich deutlich schneller. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Informationsvideo. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Wommat. Ciao.